Hi zusammen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr zu einem neuen GDW Meets und zwar diesmal GDW Meets Adesso Event. Und dieses Event wurde von euch sehr, sehr gut aufgenommen. Das haben wir mitbekommen, weil sehr viele uns gefragt haben, ob diese Veranstaltung, diese digitale Veranstaltung, ob man die danach nochmal sehen kann. Und ja, das Gute ist ja bei diesen digitalen Events, das ist sozusagen im Internet und da geht es auch nicht mehr weg. Wir streamen nämlich über YouTube und auch über LinkedIn und gerade auch bei LinkedIn, aber auch bei YouTube könnt ihr das natürlich wieder sehen. Bei YouTube einfach bei unserem Kanal und bei LinkedIn auch unter dem Global Digital Women Kanal. Da ist es dann sozusagen gespeichert und ihr könnt es euch nochmal angucken in Ruhe. Ich freue mich sehr auf dieses Thema. Wir haben, wie gesagt, am Feedback schon gesehen, dass es sehr, sehr gewollt ist von euch, weil auch viele von euch ja in Branchen arbeiten, wo das Thema Diversity of Data wirklich eines der ja, interessantesten Themen ist. Hier wird es auch nochmal eingeblendet. Das ist unser Thema Diversity of Data. Vielfältige Daten gestalten die Zukunft. Ich glaube, mittlerweile haben hoffentlich alle verstanden, dass Diversität eine gute Geschichte ist für Unternehmen, dass Diversität Teams erfolgreicher und innovativer macht. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen behind the scenes schauen und uns angucken, warum braucht es eigentlich auch eine Diversität, wenn es um Daten geht. Da spielt natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle. Auch das werden wir streifen. Darauf freue ich mich unglaublich. Ich habe schon gesagt, wir streamen über YouTube und auch über LinkedIn. Das heißt, ihr könnt alle Fragen im Chat stellen, einfach sozusagen mitmachen. Ihr wisst, es ist kein GDW-Event, wenn ich nicht frage, von wo aus ihr gerade zuschaut. Ihr könnt einfach mal in die Tasten hauen und von wo aus streamt ihr gerade. Ich habe gerade hier schon mal in der Runde den Check gemacht aus Graz, aus Bonn, Düsseldorf und München ist tatsächlich alles dabei und mich interessiert, wo sitzt ihr gerade und von wo aus schaut ihr zu? Darauf freue ich mich sehr und ich will euch die Runde gar nicht vorenthalten. Malu sagt hier schon aus Regensburg über YouTube, also sehr gerne einfach in die Tasten hauen. Und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich spreche mit tollen Expertinnen über das Thema Diversity of Data und will sie euch nacheinander vorstellen. Sie sitzt in Bonn, sie hat schon gesagt, ich freue mich, dass sie da ist und es geschafft hat. Evgenia Ochinikova, Data Scientist bei Adesso. Was eigentlich Data Scientist ist, darauf freue ich mich gleich sehr, dass sie dann gleich selbst erzählt. Evgenia, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hallo, danke sehr. Also ja, wie gesagt, ich bin Data Scientist bei Adesso und ich bin schon in diesem Bereich 3 Jahre als vollberuflich tätig und davor habe ich auch das Thema studiert. Und ja, also für mich ist das Thema eigentlich, wie kann man mit mehreren Mengen von unterschiedlichen Informationen und Daten umgehen. Zum Beispiel, ja, mein Fokus ist die Sprache. Und da können wir die ganze Menge unterschiedlichen Texten sammeln und dann diese Texte so bearbeiten, dass wir von diesen vielfältige Daten, die richtigen Informationen rausfinden können und dann weiter diese Informationen benutzen und strukturieren und etwas Schönes und Neues von diesen Daten bauen. Sehr gut, darauf gehen wir gleich dezidierter ein. Evgenia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Während du gesprochen hast, ist unser Chat hier warm gelaufen. Es ist nämlich von überall aus sind wieder Leute da. Bad Nauheim ist da, aus Dortmund, aus Karlsruhe, aus Stuttgart, aus Maintal, aus Essen, mitten aus München. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Toll, dass ihr es geschafft habt. Die nächste in der Runde ist Dr. Anna Hannemann. Sie ist Domain Owner, Data Science Engineering Manager bei Metro Digital. Liebe Anna, ich freue mich, dass du da bist. Evgenia hat gerade so einen Kurzpitch über ihren Job gemacht. Vielleicht magst du das, machen wir das einfach weiter. Was beinhaltet dein Job? Ja, sehr gerne. Also, danke für die Vorstellung und danke für die Einladung. Also genau, ich bin bei Metro und die nicht das kennen, also das sind so die großen blauen Märkte mit gelben Buchstaben, diese Wholesaler. Und klar, auch so jeder Retailer, Wholesaler hat auch die IT-Abteilung, dann Metro Digital. Und ich bin der Domain-Owner, vielleicht so besondere Bezeichnung, würde ich jetzt sagen, sowas wie Head of Data Science in anderen Firmen. Das heißt, alle Leute, die entweder Data Analyst oder Data Scientist als Titel haben, reporten zu mir und auch alle Initiativen, die wir in diesem Bereich machen, gehen auch über mich. Das heißt, ich bewerte, ob das überhaupt Sinn macht, dass wir das mit Data Science Methoden lösen, welches Staffing wir brauchen, wie heiren wir das. Das ist so eine genannte Matrix-Organisation, wenn man das möchte. Das erlaubt mir aber dann zum Beispiel Leuten,
von Projekt zu Projekt rotieren zu lassen. Also wenn so ein Evgenia auf mich zukommt und sagt, weiß nicht, jetzt habe ich lang genug Pricing gemacht, jetzt will ich was anderes, dann kann ich zusehen sagen, ja, pass mal auf, in Recommender Systems machen wir ja gerade neue POC, möchtest du das ausprobieren? Und das ist eine der Komponenten von meiner Rolle. Und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ja, super, dass du da bist, liebe Anna. Und last but not least, aus Graz tatsächlich, freue mich, dass sie da ist, Jana Lasser, Dr. Jana Lasser, Data Scientist an der TU Graz. Liebe Jana, du bist sozusagen im wissenschaftlichen Raum unterwegs und mich interessiert sehr, was du genau da machst und vor allem aber an was du gerade forschst. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich komme sozusagen aus der Wissenschaft zu diesem Thema. Ich bin Data Scientist, aber eher noch verstehe ich mich als Computational Social Scientist. Das heißt, mein täglich Brot ist so ein bisschen zu versuchen, wie komplexe soziale Systeme funktionieren. Und dafür benutze ich sogenannte Digital Traces, also digitale Spuren, die Menschen hinterlassen im Internet, auf Social Media Plattformen oder GPS Traces oder auch digitale Krankenakten, um eben ja zu versuchen zu verstehen, wie diese Systeme zusammenspielen, vielleicht auch Vorhersagen zu treffen. Ich habe relativ viel in den letzten Jahren zum Bereich Corona, so Maßnahmeneffizienzen so gemacht. Davon bin ich jetzt ein bisschen weg. Was ich jetzt gerade mache, ist sehr, sehr viel Social Media basiert. Und da gibt es gerade ja ein großes Thema, das ist die Ausbreitung von Missinformationen auf Social Media. Und dazu forsche ich gerade relativ intensiv, sowohl auf der Seite zu versuchen zu verstehen, warum, was bedingt das, was gibt es da für Faktoren, die das irgendwie einfacher machen, und auf der anderen Seite auch tatsächlich, indem wir konkrete Interventionen designen, die wir dann ausprobieren auf einer relativ großen Skala, zum Beispiel auf Twitter, und schauen, ob das funktioniert und was für eine Wirkung das hat. Super, super spannend. Jana, wir bleiben gleich mal bei dem Punkt, aber ich möchte gerne eine Frage an unsere tolle Community stellen, die so fleißig mitgemacht hat beim Thema, wo sie gerade sitzen, weil du das Thema Social Media und Daten angesprochen hast. Mich würde als Frage an euch da draußen total interessieren, wie bewusst oder vielleicht auch unbewusst geht ihr mit euren Daten im Netz um? Also seid ihr jemand, die oder der alle Bestimmungen, das Kleingedruckte lest, macht ihr euch wirklich Gedanken darüber, geht in eure Social-Media-Kanäle, guckt die Einstellungen an, also da könnt ihr wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie bewusst oder vielleicht auch so ein bisschen unbewusst geht ihr mit euren Daten im Netz um. Und Jana, die Frage möchte ich gern an dich weitergeben. Wenn du sozusagen, ich sag mal, aus professioneller Sicht dich damit beschäftigst, bist du dann, hast du im Privaten auch eine größere Awareness dafür? Also achtest du sehr stark drauf, zum Beispiel Online-Shopping oder auch Social Media, oder ist das dann eine andere Jana? Doch, tatsächlich. Das war aber tatsächlich schon vorher so, also bevor ich angefangen habe, mich konkret mit Social Media zu beschäftigen. Ich war immer ein bisschen paranoid in der Richtung. Mittlerweile ist es so, dass ich als Wissenschaftlerin ja durchaus auch eine öffentliche Person bin. Ich werde auch Steuergeld bezahlt, ich habe Medienanfragen, ich muss auch eine Website pflegen, ich bin auch auf Twitter recht aktiv und habe dort einen professionellen Auftritt. Da gibt's, also es gibt durchaus Spuren von mir im Internet, aber man findet mich nicht auf Facebook, man findet mich nicht auf Instagram, und ich würde auch keine Bilder aus meiner Privatsphäre posten. Zum einen habe ich das Gefühl, das interessiert eh niemanden, und zum anderen hat das auch niemanden zu interessieren. Genau, also da bin ich recht datensparsam, würde ich sagen. Ja, super spannend. Danke für den tollen Einblick. Anna, vielleicht gebe ich die Frage mal direkt an dich weiter. Wie bewusst, unbewusst gehst du mit deinen Daten im Netz um? Ich würde sagen so 50-50, aber bei mir ist dann wiederum, ich war sehr lange genau für Recommender Systems zuständig. Das heißt, wenn du irgendetwas auf Metro Online Website schaust, wollen wir dir das Beste angeben, also im Prinzip das, ich weiß nicht, du schaust dir irgendwie Kaffee an und wir sagen, okay, die Kunden, die sich Kaffee angeguckt haben, für die werden auch Zucker und Milch zum Beispiel relevant. Und wir haben unglaublich viel auch daran gearbeitet, das personalisiert zu machen. Also nicht dieses Allgemeines. Und dafür gibt es auch Gründe. Zum Beispiel sind unser Kunde unterschiedliche Kunden. Denkt mal an eine Pizzeria oder an einen Bäcker.
Und bei Bäcker würde vielleicht mit Mehl, trotzdem so Milch, also das, was du zum Backen brauchst. Und bei Pizzeria ist durchaus mit Mehl kommen Tomatensoße mit dazu, ja, das, was du für Pizza zusammen brauchst. Und ich meine, wenn ihr euch versetzt in der Kunde, ja, der Kunde will auf die Webseite gehen und da stehen unten die Empfehlungen, die ihm auch weiterhelfen. Ja, das ist dieses Customer Centricity. Wir wollen unserem Kunden ein besseres Angebot machen. Gleichzeitig weiß ich, damit ich so genau wie möglich handeln kann, muss ich auch diese detaillierte Information haben. Ich finde, im Fall von Metro ist das nicht so kritisch, weil wir von Firmen, also unsere Firmen sind nicht einzelne Leute, sondern Identities, also so eine registrierte Firma. Insofern würde man sagen, okay, das ist so vertretbar. Aber ich bin jedes Mal, auch wenn ich jetzt privat irgendwo shoppe, denke ich, okay, wenn ich jetzt hier ein paar Cookies hinterlasse, vielleicht empfehlen die mir nachher besseren Outfit. Und dann muss ich nicht stundenlang durchstoppen, dann habe ich auch bessere Empfehlungen, die tatsächlich zu meinen Einkäufen passen. Und das ist, glaube ich, immer dieses Zwiespalt, wo wir auch verstehen, dass wir auch durch Weitergabe unserer Daten bis zu gewisser Weise unser Leben erleichtern oder verbessern. Aber die Frage ist immer, wann ist das genug und wann ist das nicht mehr gerechtfertigt? Mhm. Ja, super spannend, Anna, was du sagst. Mir ist das letztens aufgefallen, als im Gegensatz zu Jana, als absolute Power-Nutzerin von Instagram, ist das so, dass ich manchmal sehr viel Zeit leider mit dieser App verbringe und dann so geguckt habe, ne, so Hotels in Südtirol und dann Likes und dann werden dir Sponsorship, also dann werden die gesponserte Beiträge von Hotels in Südtirol angezeigt. Und da, Anna, dachte ich, oh, was für ein toller Service. Und habe dann gedacht, ja gut, wenn ich jetzt öfter Sachen like, die ich mehr sehen will, dann kommt dieser Service und ich muss mich nicht irgendwie über Google ewig lang da suchen. Ja, also das ist natürlich ein Aspekt, den ich sehr spannend finde. Und ich hatte ja unsere Community gefragt, also wie bewusst oder unbewusst geht ihr mit euren Daten um? Und hier kam über YouTube, Social Media maximal als Leser, Konsument, nie mit eigenen Beiträgen. Super spannend. Und jemand von LinkedIn sagt, wenn ich meine Daten als Preis für eine bessere Customer Journey, also ähnlich wie Anna es gesagt hat, einbringen kann, dann nutze ich diese aktiv. Wenn ich nicht erwarte, dass dieses Einbringen zu einer Experience Excellence, dann klicke ich gerne auf Ablehnen. Also, und es kommt noch hier sparsam, ich lese das kleingedruckt und klicke jedes Mal auf die Cookie-Einstellung. Bessere Empfehlungen sind für mich kein Gegenwert für meine Daten. Super, super spannend, also ganz divers und das ist ja auch sehr interessant. Mittlerweile ist Evgenia wieder da, ich freue mich sehr. Evgenia, wir haben gerade über das Thema gesprochen. Jana hat ja erzählt, was sie wissenschaftlich gerade, woran sie forscht und da fiel auch das Thema Social Media. Und ich habe Jana und Anna gefragt, ob sie denn sehr bewusst mit ihren Daten im Netz umgehen. Jetzt bist du ja auch im IT- und im Digitalbereich unterwegs. Wie ist das, wenn du privat, als private Evgenia unterwegs bist, wenn du online shoppst oder auf Social Media? Gehst du da sehr bewusst mit deinen Daten um oder bist du auch eher so Freefall? Also, es tut mir leid für die technischen Probleme. Glaube, alles gut, ich bin wieder da. So kräftig, ja. Sonst mit den Daten vielleicht bin ich nicht sehr sicher. Also ich versuche immer so eine Balance zu finden, auf einer Seite nicht zu viel auszugeben, aber auf anderer Seite auch nicht zu verrückt werden, weil sonst kann man wie Richard Stallman werden und dann werde ich ja auch nur die Betriebssysteme benutzen, die 100% frei sind, die auch keine Software unterstützen. Ich werde immer daran denken, dass ich muss vielleicht mein eigenes Handy bauen, sodass es keine Teile gibt, die jemand überhören kann. Deswegen, ja, ich versuche schon nicht alles wegzugeben. Ich überprüfe, ob ich Metadaten in Bilde habe oder ob ich mein GPS anhabe. Aber sonst, ja, ich bin relativ entspannt. Und auch als für Data Scientist bin ich eigentlich froh, wenn die Leute nicht immer zu paranoid sind, weil also zum Beispiel bei den medizinischen Forschungen in Deutschland, das ist ziemlich schwierig, an Daten zu kommen und einmal meine Ärztin wollte irgendwelche Daten von mir und sie war irgendwie so scheu und das, vielleicht werde ich das ablehnen. Und ich glaube, an manchen Stellen sind die Leute zu vorsichtig und wenn sie eigentlich unbewusst an anderen Stellen die Daten weggeben. Und deswegen glaube ich, es macht schon Sinn, locker zu sein.
Ja, ihr seht, ne, allein wir hier sind vier Leute in der Runde. Es sind vier unterschiedliche Ansichten. Und wenn ich jetzt nochmal in unsere Community schaue, dann sagt zum Beispiel eine Ines, ich halte es genau wie Jana, kein Facebook, Insta und Co. Never ever alle Cookies ablehnen. Und hier kommen schon einzelne Fragen rein. Also wenn ihr Fragen habt, super gerne. Ich nehme die jetzt nach und nach mit rein. Evgenia, wir bleiben einmal noch kurz bei dir, weil du gerade das Thema Gesundheit und Daten angesprochen hast. Und da ist es ja so, ich weiß, dass du dich damit auch beschäftigst. Also im Gesundheitswesen ist ja die Anwendung von künstlicher Intelligenz durchaus immer mehr da und auch irgendwo ja notwendig, ja, um auch bestimmte Thesen davon auch abzuleiten und gewisse Einblicke auch am Ende des Tages zu haben. Warum ist das so notwendig, dass man sagt, KI ist für den Gesundheitsbereich auch so ausschlaggebend oder kann auch helfen? Entschuldigung. Also die Gesundheit ist insgesamt wirklich lebenswichtig für alle. Und KI wird immer mehr Teil unseres Lebens und auch Gesundheitswesen. Weil ich kenne über viele Projekte, wo die Leute versuchen zum Beispiel die automatischen Operationen mit Robotern durchführen oder automatisch oder auch die Chatbots und Assistenten, die helfen können, bestimmte Krankheiten zu diagnostizieren. Oder auch die automatischen Systeme, die können unterschiedliche Werte ablesen von Sensoren, wie zum Beispiel Blutdruck oder andere Lebenszeichen, die dann können schneller verarbeitet werden. Und ich finde das sehr gut, weil auf einer Seite können dann diese Algorithmen nicht so abweisend sein, leider wie manche Ärzte. Sie werden die Patienten und Patientinnen immer zuhören und versuchen, das Beste geben. Sie können nicht launisch oder müde sein. Aber das Problem ist, dass genau die Gesundheit ist so ein Bereich, wo wir, ich glaube, fast die größte Datenlücken haben. Und ich glaube, es gibt so zwei Teile dieses Problems, wie ich das für mich also verteilen kann. Zum Beispiel, das erste ist, dass wir kennen die Werte, die wir brauchen für bestimmte Aufgaben. Aber die Daten sind auch nur von einer Gruppe der Bevölkerung. Zum Beispiel, wenn es geht um Blutdruck und dieser Blutdruck ist mehr höher Blutdruck ist gefährlicher für Frauen oder EEG oder Kardiogrammen, Elektrokardiogrammen. Sie zeichnen unterschiedlich, sind eigentlich unterschiedlich für Männer und Frauen. Und hier kann zum Beispiel ein Algorithmus, der mit typischen Daten trainiert wurde, uns auch falsche Ergebnisse geben, weil mehr Daten haben wir für Männer. Zum Beispiel haben wir einen bestimmten Blutdruckwert und der Algorithmus sagt, dass nein, alles gut, das ist nicht so schlimm. Aber eigentlich für eine bestimmte Person kann das schon gefährlich sein. Und dasselbe gilt zum Beispiel für die Normen. Was beschreiben wir wie eine Norm? Ich habe gerade einen Artikel gelesen, das ging um vegetarische Kinder. Und sie sagen, dass sie sind oft Untergewicht. Aber was ist Untergewicht? Es gibt zum Beispiel viele Daten von Indern, die öfter vegetarisch sich ernähren. Und da ist es normal. Also bei unterschiedlichen ethnischen Gruppen, unterschiedliche Gewichte sind normal. Und ich glaube, dass bis wir keine medizinischen Datenlücken haben, ist es schon sehr schwierig, das Gesundwesen zu automatisieren. Und das andere, also hier kennen wir zumindest, was wir anschauen sollen, entweder Blutdruck oder Gewicht. Aber das andere Sache ist, ich glaube, wann wir gar nicht wissen, woher wir schauen sollen. Zum Beispiel, ich hatte so ein Beispiel, das ist nicht direkt mit der Medizin verbunden, aber das geht genau darum, was wir gar nicht wissen, was für eine Eigenschaft wir betrachten sollen. Es geht um das Schulsystem in einem afrikanischen Land. Ich erinnere mich nicht, ob die Forscher Europäer oder Amerikaner waren, aber sie waren nicht von diesem Land. Und das war schon interessant, weil sie haben versucht, die Ausbildung in diesen Schulen für die Kinder zu verbessern. Zuerst haben sie gesucht, was für Bücher sie haben. Vielleicht haben sie zu wenig Bücher. Sie haben mehr Bücher gekauft, hat nicht geholfen. Dann haben sie gedacht, okay, vielleicht die Texte sind zu kompliziert. Sie haben die Texte einfach gemacht. Das hat auch nicht geholfen. Dann haben sie gedacht, vielleicht gibt es zu wenig Lehrer.
Sie haben mehr Lehrer eingestellt, das hat auch nicht geholfen. Und sie haben immer sowas versucht von der europäischen Perspektive. Und am Ende war es so, dass die Kinder hatten Probleme mit Würmern und sie waren deswegen zu oft krank und insgesamt sehr müde. Und man musste sie einfach entwurmen, und diese Parasiten zu entfernen. Und dann war alles gut. Dann hatten die Kinder keine Probleme mit der Schule. Und in dem Gesundheitswesen weiß man oft auch nicht, was für Symptome zum Beispiel zeigt bestimmte Gruppe. Mhm. Und also das ist schon sehr bekannt, dass bei dem Herzinfarkt haben Frauen andere Symptome, sie haben nicht diese Druck, Brüste können sogar Kieferschmerzen haben oder Oberbauchschmerzen. Bei dem Schlaganfall haben Frauen auch zufällige Symptome. Bei bestimmten Konditionen, wie zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, kann sie komplett andere Sachen haben, komplett andere zum Beispiel Nebenwirkungen der Medikamente. Und ja, leider, ich glaube, oft weiß man gar nicht, worauf hier man achten muss. Genau um diesen medizinischen Problem. Ja, super spannend, Evgenia, auch die Beispiele, die du bringst. Deswegen, wir kommen auch nochmal später zum Thema Diversität auch, ne? Also dass Diversität natürlich auch im Bereich KI und Entwicklung von Produkten da auch am Tisch sitzen muss. Jana, ich würde gern, weil wir gerade den Bereich Gesundheit hatten, noch mal ein bisschen weitergehen. Wenn du jetzt mal breiter guckst, Evgenia hat, finde ich, tolle Beispiele aus der Gesundheitsbranche gebracht. Aber wenn wir jetzt noch mal breiter gehen, was das Thema KI betrifft, hast du konkrete Beispiele, wo du sagst, okay, da ist das Thema auch Datendiversität so wichtig, wenn wir über KI nachdenken? Ja, ich glaube, das konkreteste Beispiel, was ich gerade aus meinem Forschungskontext bringen kann, geht so in Richtung Sprache. Wir machen sehr viel, wo wir versuchen, Informationen automatisiert aus Texten rauszuziehen. Also zum Beispiel so Richtung Sentiment-Analyse, das gibt es schon relativ lange, wo man einfach sich anguckt im Text, wie viele glückliche Worte sind da drin, wie viel traurige, vielleicht noch sich Emojis anguckt. Mhm. Mittlerweile macht man das mit Deep Learning-Modellen, die sind relativ schlau, die zählen nicht mehr nur Emojis, sondern können auch den Kontext ein bisschen verstehen. Und mittlerweile können wir auch mehr als nur positiv-negativ, wir können Emotionen rauslesen, wir können uns anschauen, zum Beispiel, das haben wir in einem Forschungsprojekt konkret gemacht, zu Beginn von Corona ist so Angst und Anxiety ganz hochgeschnellt in ganz vielen Ländern, ist dann wieder runtergegangen, ist jetzt nicht sehr überraschend, aber kann man sich alles anschauen. Das Problem dabei ist, diese ganzen tollen Tools, um das automatisiert zu machen und aus Sprache rauszuziehen, gibt es fast nur auf Englisch. Das heißt, für Englisch ist die Datenlage ziemlich gut. Da hat man sehr gut validierte Tools. Und sobald man davon weggeht, wird es sehr, sehr dünn. Es gibt zwar ein paar multilinguale Sprachmodelle, die mehr als eine Sprache sprechen. Die sind dann aber nicht so gut validiert oder sind insgesamt weniger performant. Und das ist wahnsinnig schade, weil das so unsere Perspektive sehr verengt auf den anglosächsischen Raum. Allein schon der Unterschied zu Österreich-Deutschland ist oftmals ein großer, weil einfach der Kontext ein anderer ist, ne? Oder wir kulturell anders sind. Und wenn wir dann noch weiterdenken in Kulturräume, die jetzt noch ferner von uns sind, nach Asien, nach Afrika, Südamerika, da wird es dann schon sehr, sehr dünn. Und das ist sehr schade, weil das ist jetzt konzeptuell nicht schwierig, dasselbe nochmal nur für Spanisch, Chinesisch, Japanisch zu machen. Es müsste sich halt mal ein großer Player dahinter klemmen. Also diese Sprachmodelle, die werden mittlerweile von Google und Facebook trainiert, die da wahnsinnig viel Computing-Ressourcen reinstecken. Das kann ich als einfache Wissenschaftlerin nicht mehr, selbst wenn ich auf der Uni einen GPU-Cluster zur Verfügung habe. Aber anscheinend gibt es da nicht wahnsinnig viel Interesse dafür. Und das ist ein bisschen schade, weil es eben so ein Ungleichgewicht im Tooling schon herstellt, was dann dazu führt, dass es ein Ungleichgewicht in der Forschung selbst gibt, weil wir einfach die Tools nicht haben, um uns diese anderen Kulturräume anzuschauen. Und ich kenne auch so Beispiele, weil hier auch jemand von LinkedIn, die Sigi schreibt, hat so einen Artikel jetzt auch reingepostet, kann ich jetzt nicht drauf gehen, werde ich aber später machen, einen Artikel zum Thema Sprache, wie KI Daten durch Übersetzung verfälscht. Wenn wir dabei sind, also das hat vielleicht auch jeder und jede mal erlebt, allein wenn man jetzt mal DeepL oder so nutzt, ne, also diese schnelle Übersetzung, dann gibt es ja bestimmte, dann
gibt man was ein und dann spuckt die Übersetzung vielleicht gar nicht die weibliche Form aus oder gibt es gar nicht so. Auch das sind ja so Beispiele, Jana, wo man sagt, dass es natürlich super wichtig ist, also ne, wer sitzt da am Hebel? Also wer entwickelt oder wer sage ich mal, programmiert auch diesen Algorithmus? Deswegen ist ja auch so wichtig, dass da auch Vielfalt sozusagen dahinter ist. Siehst du das in deiner Forschung auch immer wieder, dass es so entscheidend ist, wer diese Algorithmen programmiert? Bedingt. Also ich glaube, der größte Bias kommt tatsächlich durch die Daten rein. Dieses Beispiel, was du gebracht hast, dass DeepL zum Beispiel Krankenpfleger immer als weiblich übersetzt oder so, das ist ein Bias, den kriegen wir durch die Daten rein, weil DeepL hat aus dem Internet gelernt und da gibt es wahrscheinlich sehr viele Dokumente, wo Krankenpflegerin immer nur weiblich ist. Es gibt durchaus Stellen, an denen ich auch als jetzt Programmiererin Einfluss nehmen kann. Wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und einen Machine Learning Classifier trainiere und mir am Anfang überlege, ja, was für Klassen möchte ich denn eigentlich erkennen? Und dann sage ich, ich möchte zum Beispiel nur männlich und weiblich erkennen. Und an der Stelle treffe ich die Entscheidung, Geschlecht binär wahrzunehmen und zu formulieren. Und lass keinen Raum für etwas dazwischen oder vielleicht sogar eine Skala zwischen männlich und weiblich. Und das ist dann eine Entscheidung, die ist vielleicht mir nicht bewusst, weil ich so sozialisiert bin, dass das für mich ganz klar ist, aber es ist nichtsdestotrotz eine Entscheidung, die ich treffe. Und also so diese Designentscheidungen, da haben wir, glaube ich, doch einiges an Einfluss. Aber dass das Modell dann lernt, dass Krankenpflegerinnen Frauen sind, da können wir relativ wenig machen, weil das einfach unsere Kultur so vorlebt und da das mit der Machine Learning Algorithmus nichts anderes macht, als sehr gut darin zu werden, das wiederzuspiegeln, was wir ohnehin schon machen, kann man sich auch wenig dagegen wehren, dass da diese Biases eben durch die Trainingsdaten dann reinkommen. Dann müssten wir aber es im Grunde hinbekommen, dass im Netz, im Internet mehr Krankenpfleger, also mehr Bilder und so weiter gibt, oder? Also das wäre eigentlich der Punkt. Du siehst, es beschäftigt mich gerade sehr. Ja, das wäre natürlich ein Ansatzpunkt. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch Ansätze für Techfixes. Ja. Also es gibt jetzt seit, ich glaube, so 2-3 Jahren ist das ein recht heißes Thema, so Debiasing von trainierten Modellen. Also man kann sich das so vorstellen, dass man diese gebiaste Dimension von dem Modell dann abzieht. Also dass man erkennt, mein Modell ist jetzt gebiased und sagt irgendwie, alle Krankenpfleger sind Frauen. Und dann guckt man sich an irgendwie, wo genau steckt der Bias in dem Modell und rechnet den dann raus. Und dann sorgt man dafür, dass das Modell ein bisschen weniger gebiased ist. Ist aktive Forschung gerade. Gibt es, glaube ich, noch keine One-Size-Fits-All-Lösung. Aber es ist durchaus was, wo man schon auch dran arbeiten kann und wo, glaube ich, in Zukunft, insbesondere wenn es dann Toolboxes gibt, die jetzt nicht cutting-edge und sehr experimentell sind, wir auch als Entwickler dann die Pflicht haben, uns das auch anzueignen und in unsere Workflows mit aufzunehmen, dass man sowas macht, bevor man so ein Modell in Production dann deployt tatsächlich. Ja, super spannend. Sehr, sehr interessant. Anna, wir haben das Thema schon so ein bisschen angedeutet, auch anscheinend, wo auch die KI, sage ich mal, an ihre Grenzen stößt, also wo es auch Herausforderungen gibt. Wenn du jetzt mal an deine Arbeit denkst und auch an die KI, was würdest du sagen, wo sind so die größten Herausforderungen, wenn wir uns das Themenfeld anschauen? Ja, ist wahrscheinlich, also ich würde ganz gerne noch kurz so zu den Gründen reagieren, zu Thema auch medizinische Daten und diesen Bias, weil ich habe da eine sehr interessante Erfahrung. Ich meine, einerseits streben wir nach diesem Gleichgewicht, aber ich habe zu meinem Zeitpunkt irgendwann ein paar Monate an der Uniklinik Aachen gearbeitet und wir hatten also Forschungsfrage, weil wir haben ja Leute in MRTs reingelegt und die Ego-Shooter spielen gelassen. Ja? Und jetzt wollen wir, ja klar, also jetzt sagt Jana oder sagt auch Evgenia, ja, die Frauen würden andere agieren. Wir müssen nicht mal zu Frauen gehen. Wir haben nicht mal Linkshändler genommen. Ja? Ich meine, ich brauche damit das Studio, damit ich wirklich aus der Studie lerne, muss ich mindestens 20 Leute finden, die bereit sind, in so einem MRT Ego-Shooter für mindestens eine halbe Stunde zu spielen. Ja? Und ich meine, klar, war ein bisschen Geld für diese Teilnahme bezahlt, aber jetzt nicht die Welt. Und dann gehst du rum und machst so eine Anzeige und guckst, wie viele Studenten sich melden. Und die müssen auch tatsächlich gute Gamer. Und ich will ja nicht sagen, sicherlich gibt es auch gute Gamer-Frauen.
aber nun brauche ich 20 Stück. Und dann, wie gesagt, sogar schon die Linkshändler, für die in der Runde, die das nicht gern, die Linkshändler haben auch andere ein bisschen Gehirnaktivitäten als die Rechtshänder. Sogar die werden schon exkludiert, weil am Ende musst du genug Probanden gehabt haben. Und das ist genau, was Jana sagt. Wenn ich nun de facto zu viele Dokumente schon habe, wo ich weibliche Vornamen, weibliche Bezeichnungen von Pflegerin habe, wie soll ich das ausbalancieren? Und häufig meine, und dann steht so ein Forscher und sagt, ja, entweder mache ich jetzt das, habe ich geschafft, meine mindestens 20 Probanden, männlich 20 bis 30 Rechtshändler zu finden, oder der Experiment findet nicht statt, oder es wird quasi abgelehnt, weil nicht genug Datenpunkte sind da. Also das ist halt sehr häufig nicht, dass Leute das per se falsch machen wollen, sondern das ist leider auch Gegebenheiten, mit denen wir zu tun haben. Aber das ist super spannend, dass du das auch nochmal aufzeigst, dass es ja davor eigentlich schon anfängt, ne? Also selbst sozusagen bei der Studie oder bei den praktischen Übungen, die ihr sozusagen macht, ne, bei den Erhebungen, die ihr aufnimmt, dass es da schon anfängt, wenn da fehlende Vielfalt ist, dass es sich da natürlich auch multipliziert und dann durchsetzt. Das ist ein super spannender Punkt. Ein Beispiel war, was auch durch Medien ging, und es wurde diese unsichtbare Frau erwähnt. Ich weiß nicht, ob das aus dem Buch kommt oder aus einem anderen, aber auf jeden Fall, dass diese ganze automatische Systeme, die irgendwelche Hauterkrankungen erkennen sollen, die sind eigentlich super, weil du im Prinzip sagst, ja, soll ich dann weiter zum Arzt oder nicht? Ist das was Schlimmes oder nicht? Toller Ansatz. Problem ist, funktioniert nur auf helle Haut. Warum? Weil wir nicht genug Bilder von diesen Krankheit auf schwarzer Haut haben. Mhm. Aber ist das so, dass jemand es hingegangen hat, gesagt, ja, ich will das per se nicht? Das ist nicht so. Es ist nur aus dem Grund entstanden, weil wir genug Daten von weißen Leuten haben, so dass wir Modell trainieren können, so dass die am Ende wirklich hoher Qualität, also mit hoher Wahrscheinlichkeit das Richtige aussagt. Und eben da uns auf der anderen Seite dann von anderen Hautfarben die Bilder fehlen, können wir zwar System bauen, aber die wird dann nicht verlässlich sein, weil eben nicht genug Daten vorhanden sind. Ja. Mhm. Super, super spannend. Evgenia, wenn wir uns nochmal den Bereich Diverse Data jetzt nochmal angucken, jetzt haben wir schon ein paar Anwendungsbeispiele sozusagen hier gezeigt und auch mal über Herausforderungen gesprochen. Wenn wir jetzt aber sagen, in welchen Bereichen beeinflusst Diverse Data, du hast vorhin Gesundheit angesprochen, aber generell nochmal Diverse Data denn positiv unser Leben? Also wo kommt es uns positiv denn zugute und kann es uns helfen? Also in meiner Meinung, das ist alle Bereiche, die etwas mit Entscheidungstreffen zu tun haben. Wichtige Situationen, in denen also diese Entscheidungen müssen wirklich ohne Noise und ohne Voreingenommenheiten sein. Das kann also, wie gesagt, schon Medizin sein oder zum Beispiel Gerichtssystem, Einstellungsverfahren, Ausbildung und alle möglichen. Weil also wir wissen, dass die Menschen leider haben, wie in dem vorherigen Vertrag, dass auch gesagt wurde, viele Biases, wie zum Beispiel Verankerung-Bias. Da es gab Experimente, dass die zum Beispiel Richter wurden ein paar zufällige Zahlen angezeigt und das hat sogar zufällige Zahlen haben beeinflusst die Anzahl der Monate, die sie irgendeine Person im Gefängnis gegeben. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass in dem Fall KI mit guten Daten kann wirklich diese Noise entfernen. Aber hier ist es auch sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Voreingenommenheiten nicht vererbt wurden. Für mich ist zum Beispiel also das Thema Ausbildung relativ nah am Herzen, weil ich habe früher an einem interessanten Projekt gearbeitet. In dem haben wir die textuelle Antwort der Studenten bewertet. Das war die kurze Sätze, aber das war schon beeindruckend, wie unterschiedlich sind zum Beispiel die Bewertungen der Professoren. Also ein Professor konnte zum Beispiel einen Punkt geben und der andere 5 für die gleiche Antwort. Und genau so ein Willkür wäre sehr schön auszuschließen. Und ich glaube, das kann schon, können schon die Algorithmen gut lösen, weil zum Beispiel, wenn wir unterschiedliche Daten haben, dann können die Professoren schon sich auseinandersetzen und die guten Datensätze bauen. Das Problem finde ich hier schon mit dem Thema Voreingenommenheit.
weil hier können auch die neuen Datensätze, die Voreingenommenheiten der Menschen vererben. Zum Beispiel, wenn wir die textuellen Antworten haben, kann man so eine Situation haben, dass also die bestimmte Art und Weise einer entweder ethnischen Gruppe oder Geschlechtsgruppe kann zum Beispiel besser oder schlechter bewertet. Mit Geschlechtsgruppe zum Beispiel auf Deutsch ist es nicht so eindeutig, aber ich bin Russisch-Muttersprachlerin und da in bestimmten grammatischen Formen kann man schon sagen, ob das Mann oder Frau ist, eindeutig. Und wenn es zum Beispiel auch besonders um mündliche Prüfungen geht, ist es sogar schwieriger, weil da kann man schon die Stimme hören und vielleicht finden manche Professoren, dass die Frau unseriös ist und deswegen die weiblichen Stimmen werden unterbewusst auch schlechter benotet. Oder sogar bei den oder bestimmte Akzente. Und das kann natürlich schon die Algorithmen, die eigentlich gerechter sein müssen, beeinflussen. Und also in meiner Meinung ist es deswegen wichtig, nicht nur diverse Daten zu haben, sondern auch diverse Leute, die diese Daten sammeln, sodass sie von unterschiedlichen Perspektiven das anschauen können. Zuerst, weil schon diverse Leute haben und zu zweit, dass die Leute müssen auch sehr achtsam diese Daten sammeln. Mhm. Besonders in solchen Bereichen, wenn das nicht quantitative Daten, sondern qualitative und sie das auch bewerten sollen. Ja, das kommt hier auch nochmal aus unserer Community rein. Sigi sagt was ganz Wichtiges. Sie sagt nämlich, ihr hat mal eine Teilnehmerin gesagt, dass eine Kommiliton nicht auf den Campus gelassen wurde, weil die KI ihr schwarzes Gesicht nicht erkannte. Sprachsteuerungssysteme funktionieren bei Frauenstimmen schlechter und so weiter. Wenn aber KI Entscheidungen trifft, die gegen unsere Werte sind, so sind wir in der Pflicht, die KI so zu verändern, dass ihre Entscheidungen zu unseren Werten passen. Jana, aus der Wissenschaft ist es genau das, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, dass wir sagen, dass wir einfach, bevor es an Programmieren geht oder dass wir, bevor es an die Beschäftigung mit dem Feld geht, was auch Anna vorhin skizziert hat, dass wir da auch schon an diese Cases, die hinten rauskommen, denken, also dort eben auch schon Vielfalt haben. Ja, das ist sicher der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt, der gerade sträflich vernachlässigt wird, ist so ein bisschen die Erklärbarkeit von Entscheidungen und auch die Prozesse, wie wir denn Modelle dann revidieren können. Weil es ist klar, es ist irgendwie Trial and Error, viel davon ist noch sehr im Fluss und es sind wenig ausgetretene Pfade. Und trotzdem werden solche Modelle schon auf großer Skala deployed. Es gab einen Fall, ich glaube aus den USA, der recht bekannt war, wo so Gerichtsentscheidungen basierend waren auf einem Machine Learning Modell, was irgendwie so Rückfallwahrscheinlichkeiten vorhergesagt hat. Und das hat halt für schwarze Männer irgendwie um vierfach erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeiten vorhergesagt, einfach nur basierend darauf, dass sie halt schwarz waren. Und es gibt aktuell wenig Prozesse, wo ich als jemand, der von so einer automatisierten Entscheidung betroffen bin, sagen kann, ich möchte jetzt in das Modell reinschauen können, wo genau wird diese Entscheidung gefällt und wie kann ich mich auch dagegen wehren? Also wie kann ich dann dazu beitragen, dass sich vielleicht nochmal ein Mensch hinsetzt und diese Entscheidung revidiert? Und das ist, glaube ich, da brauchen wir einen viel besseren Feedback-Loop von Entwicklung zu Deployment, zu Erfahrungen in der Anwendung und wieder zurück. Und da brauchen wir tatsächlich, glaube ich, auch einfach einen rechtlichen Rahmen, der die Menschen und Organisationen, die solche Modelle in der Produktion einsetzen, deutlich mehr zur Verantwortung zieht, wenn es zu Fehlentscheidungen kommt. Weil ansonsten gibt es einfach kein Incentive, da irgendwas zu machen und es ist nur ein Hurra, mein Modell hat jetzt auf dem Testset irgendwie 2% mehr Accuracy und weiter geht's und ich beschäftige mich gar nicht damit, irgendwie zu evaluieren, ob da vielleicht die 5%, die ich nicht richtig vorhersage, vulnerable Gruppen sind, die dann nicht mehr, weiß ich nicht, auf die Uni kommen oder die schlechtere Behandlungen bekommen beim Arzt. Also da muss, glaube ich, unsere Gewichtung von was wichtig ist, sich deutlich verändern. Ja, super spannender Punkt, weil es geht in eine ähnliche Richtung, was wir hier aus der Community bekommen. Über YouTube kommt rein, vielleicht darf man manchmal auch nicht zu viel von den Modellen verlangen oder Grenzen ganz klar benennen. Welche Biases man sich reintrainiert, weiß man ja vielleicht gar nicht. Und manchmal hängen ja Attribute auch zusammen. Also man entfernt den Bias auf Geschlecht und diskriminiert
danach zum Beispiel Körpergröße oder indirekt wieder Frauen, oder kann man das schon vermeiden? Anna, ich würde gerne eine Frage auch von LinkedIn an dich geben, die ja so ein bisschen anschließt daran, was ich schon aufgemacht habe. Also bei Data Mining ist es immer so Shit in and Shit out. Wie kann man die richtigen Voraussetzungen schon im Vorab setzen, bevor man die Data Mining Algorithmen ausführen lässt, um sicher zu sein, dass die Ergebnisse am Ende stimmen bzw. unbiased sind? Ja, also es gibt ja tatsächlich so ein Phänomen, der nennt sich imbalancierte Daten. Das kannst du ja schon tatsächlich angehen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, wie du jetzt das angehst. Und ich meine, ihr seid ja ganz halt beim Geschlecht, aber ich hole euch wieder zurück zur Metro-Welt. Bei uns ist zum Beispiel, wir haben nicht so viele sehr großen Kunden. Also wir haben so richtig Hotelketten oder Restaurantketten, die super großen Umsatz haben. Und wir haben wiederum welche, die deutlich kleiner sind. Jetzt will ich aber, und diese Große, die sind ja unterrepräsentiert, die Kleinen sind deutlich viele. Und da entsteht so eine Imbalance. Und ich will jetzt nicht die Empfehlungen nennen, die mir jetzt durch mein Longtail entsteht, in mein Obergelder rein implementieren. Also eine Variante, wie du dann die Daten balancierst, ist der, indem du quasi samplest, also du nimmst von denen, die unterrepräsentiert sind, und versuchst ja, die einfach zu vermehren. Es gibt aber verschiedene, also es gibt ja tatsächlich wissenschaftliche Verfahren, ich glaube, da wird mir Jan auch zustimmen, wie du die Daten halt so künstlich balancierst. Ja, also du kreierst synthetisch die Varianten von unterrepräsentierte Gruppe, und dann versuchst du das dann, zumindest hoffst du, dass das, was du am Ende rauskommt, dass das nicht durch diesen Feature getrieben ist und nicht so viel Bias dadurch eingebaut wird. Ne? Das ist die Antwort wirklich auf die Frage aus LinkedIn. Ja, super. Erstmal vielen Dank, Anna. Evgenia, wir haben das Thema so ein bisschen am Rande schon angedeutet. Ich will es aber noch mal ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, weil du ja auch eben bei Adesso bist, und da gibt es die Initiative She for IT. Wir merken immer wieder, deswegen gibt es ja auch Global Digital Women, dass wir natürlich auch, was das Thema Awareness rund um KI, aber auch Digitalisierung betrifft, schon früher eigentlich anfangen sollten. Ne? Es wird dann über Kindergarten, über Schule gesprochen, um eben auch weibliche Talente dafür zu begeistern. Du bist bei eurer Initiative auch engagiert. Du hast den Weg gewählt, auch in den IT-Bereich, auch als Data Scientist. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass der Anteil an Frauen immer noch geringer ist als der Anteil an Männern, und warum sind ja auch solche Initiativen so wichtig? Also warum sind sie so wichtig, ist genau deswegen, dass obwohl die Frauen genauso begabt und intelligent sind in diesen Bereichen wie Männer, gibt es nicht genug in diesen Bereichen. Und also was ich sagen kann auch, es ist eigentlich ziemlich unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Und also das macht mir auch so glauben, dass zum Beispiel, als ich in der Schule war, das war eine physisch-mathematische Klasse, und da hatten wir gleich Männer und Frauen. Und deswegen finde ich, dass es ist sehr wichtig, auch so viele Frauen zu erreichen, und also junge Frauen, und sie zeigen, wie schön eigentlich also die Wissenschaft oder Informatik sein kann. Und deswegen auch Adesso fokussiert sich sehr auf zum Beispiel, es gibt diese IT-Girls-Programm, und da führen wir unterschiedliche Schulungen und Trainings für die Schulmädchen. Und also vor ein paar Monaten schon, eine Kollegin von mir hat eine sehr interessante Schulung durchgeführt in einer Schule in Frankfurt, und da ging es um KI. Und ich finde es sehr schön, wie sie das erklärt hat. Sie hat das sehr gut vom Anfang an, wie funktioniert KI, wie kann man das mit der menschlichen Intelligenz vergleichen. Und ich glaube, das ist besonders schön, genau dieses Thema für Mädchen, weil sie auch mehr empathisch betrachten werden, und solche Stereotype kann man auch so quasi benutzen, um zu zeigen, dass eigentlich die technischen Fragen können auch etwas mit Gefühlen und mit menschlichem Denken zu tun haben. Und für mich das Thema Schule ist besonders interessant, weil auch vor der so habe ich für 3 Jahre in Fraunhofer gearbeitet an Projekt Open Roberta. Das ist eine Initiative, und ich habe genau an der Webseite gearbeitet, wo die Kinder können Roboter programmieren lernen.
Und das war natürlich auch für mich sehr spannend, mit Robotern zu spielen, aber das war auch ein sehr schönes Gefühl, auch den Schülerinnen das beizubringen. Weil also das Fokus des Projektes war auch genau die Schülerinnen. Deswegen Open Roberta und nicht Robert. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass genau die Frauen solche Workshops durchführen, weil also ich glaube, dass was fehlt, ist eigentlich das Beispiel. Es gibt wahrscheinlich nicht genug Frauen, die berühmte Wissenschaftlerinnen sind in diesen Bereichen und das ist sehr wichtig, schon sehr öffentlich diese Beispiele zeigen. Deswegen finde ich auch super, dass wir solche Veranstaltungen haben wie jetzt. Und ich würde sehr gerne weiter auch bei DESA zum Beispiel mitmachen mit IT Girls und vielleicht auch mit Zusammenarbeit mit Fraunhofer oder einfach selbstständig. Super, das finde ich großartig und es wird schon von unserer Community gesagt, richtig cool und toll. Und Jana, auch bei dir nochmal, jetzt bist du auch noch in der Wissenschaft. Merkst du denn, dass sich so ein bisschen was verändert, dass da vielleicht auch eine Generation nachkommt, wo auch mehr weibliche Talente da sind, die irgendwie Bock auch auf das ganze Thema Data haben, auf KI haben? Also tut sich da etwas? Ich hoffe, du sprichst da ein bisschen Optimismus aus. Ja, so. Also ich glaube, es tut sich durchaus was. Wir sind jetzt weg von den Zeiten, wo wir ganze Jahrgänge hatten, wo keine einzige Frau war. Mittlerweile haben wir so, es hängt vom Fach ab in der Informatik, weiß ich nicht, 20%, Elektrotechnik sind es immer noch nur 10. Was ich glaube, was hilft, das sehen wir gerade, wir haben gerade einen neuen Studiengang, Masterstudiengang aufgelegt in Graz zu Computational Social Systems. Dafür möchte ich schamlos Werbung machen, das ist sehr cool. Und da haben wir tatsächlich einen Frauenanteil von 50%. Ich vermute, weil das Wort Social im Titel steht, der Masterstudiengang ist technisch. Die Leute lernen Programmieren, wenn sie es noch nicht können. Die Leute lernen viel Statistik, Scrapen von Daten, Programmieren von Machine Learning Modellen. Aber anscheinend spricht es die Mädels an und sie bleiben auch dabei. Also ich kann das nur noch betonen, es ist wirklich keine kognitive Sache. Frauen sind genauso fähig und in der Lage, diese Sachen umzusetzen wie Männer auch. Ich glaube, es geht wirklich ums Interesse und es geht auch irgendwie um die Sozialisierung, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist was, da sehe ich mich und da gibt es einen Platz für mich. Und da sehe ich auch, dass sich einiges tut, gerade so in der Popkultur, wo ich weiß, bin ganz begeistert, dass es für Serien auf Netflix gibt, wo sehr coole Frauen, die sehr viel drauf haben und technisch begabt sind oder auch einfach Superheldinnen, die irgendwie Leute verprügeln und so. Ich glaube, die Generation, die Mädchen, die jetzt mit diesem Content aufwächst, die wird es deutlich einfacher haben. Ja, ich finde das so schön, dass du diese Sehgewohnheiten ansprichst, diese Sichtbarkeit. Und das ist ja uns als Global Digital Women auch immer ein Herzensanliegen. Und Anna, du bist sozusagen eine auch dieser fantastischen Role Models, wie ich finde, genauso wie Evgenia und Jana, du selbst. Das, was Jana gesagt hat, es tut sich etwas, wenn du jetzt mal so in die Wirtschaft schaust. Wie beobachtest du da die Trends und Entwicklungen, gerade auch was mehr Vielfalt, ob das jetzt Gender ist, gerne auch andere Dimensionen betrifft? Also ich habe tatsächlich, wir hatten neulich so ein physisches Meeting wieder mal und da waren ja außer mir noch 4 Frauen im Raum und das war schon wow, toll. Aber immerhin ist immer noch so, dass wir sagen, wow, toll, das sind aber viele Frauen. Ja. Also es ist immer noch so, dass das raussticht. Und mein älterer Sohn ist 12 und ich muss leider sagen, Robotik AG, kein Mädchen dabei. Der geht zu so einem Programmierkurs am Wochenende, in seiner Gruppe kein Mädchen dabei, unter kleineren schon. Ich weiß nicht, ob da mit 12 so dieses, die kommen langsam mit in Pubertät und dann ist das so cool, nicht cool und kommt meine Freundin damit rein. Vielleicht hat das auch mit Alter zu tun. Ich sehe da leider noch nicht so diese Veränderung. Aber ich bin bei Jana vielleicht auch so, dadurch, dass wir neuer vielleicht diese, also tatsächlich, wenn ich Leute explizit für Data Science interviewe, sehe ich deutlich mehr weibliche Bewerber, als wenn ich für so eine reine Softwareentwickler. Und ich glaube, wir sehen da auch so einen Trend, zum Beispiel in Mathe war die Rate von Frauen deutlich immer höher als in Informatik, Elektrotechnik, wie Jan das richtig gesagt hat. Und ich glaube, da wagen sich viele, die sowas wie Wirtschaftsinformatik studiert haben, die Mathe. Und dann sieht man ja diesen Trend, okay, das ist halt jetzt
Data Science, das erschreckt mich nicht so wie Software Engineering. Also ich glaube, das hat wirklich was so, gibt so vorbelastete Fächer, lass uns versuchen, neue zu bilden und dann vielleicht auch so einen neuen Start zu geben. Ja, und das ist ein schönes Schlusswort, auch wirklich aufzuzeigen, was man damit alles machen kann. Ne? Also ich meine, allein in dieser Runde, finde ich, haben wir eine Vielfalt an euren Jobs. Ne? Aus der Wissenschaft, tatsächlich in der Wirtschaft, an der Schnittstelle IT hinzu, im Bereich Handel auch unterwegs, im Bereich ganz digital unterwegs. Also das finde ich total spannend, dass es eben diese neuen Jobprofile auch gibt. Und ich glaube, wenn man das der nachfolgenden Generation oder auch der Generation später, weil hier auf LinkedIn gerade gesagt wird, den Fokus nicht nur auf junge Mädchen zu setzen, sondern auch auf explizit Mütter oder Nichtmütter, ich ergänze mal das, zu setzen, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Alle Frauen, alle Generations ist extrem, extrem wichtig. Vielen, vielen Dank erstmal an diese tolle Runde. Ich glaube, wir hätten hier noch Stunde um Stunde weiter quatschen können. Das zeigt einfach nur, wie groß das Interesse ist. Und für mich ist das nochmal Feedback, dass wir sowas, so ein Thema in die Richtung wieder machen. Danke an die wunderbare Evgenia, Jana und Anna. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus für euch und danke an die wunderbare Community. Wenn ihr weiterhin Bock auf die Events habt, auf die Global Digital Women Website und im Newsletter eintragen. Das war die Werbung von mir. Vielen Dank und schönen Abend. Vielen Dank.